Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu unserem Gesundheitsfernsehen. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben, denn es wird immer wichtiger, dieses Thema, das wir heute besprechen. Die Technologisierung unseres Alltags nimmt immer mehr zu und damit auch die unsichtbare, aber sehr konkrete Belastung für unseren physischen Körper, aber natürlich auch für die Psyche etc. pp. Und es gibt Menschen, die beschäftigen sich da natürlich ganz ausführlich damit und es gibt sogar neue Berufsbilder. Und heute habe ich jemanden da, der uns ein neues Berufsbild oder eine Ausbildung, ein Konzept für eine Ausbildung vorstellt. Das könnte vielleicht durchaus für den einen oder anderen hinter dem Bildschirm von Ihnen sein, ein neues Berufsbild, ein neuer Weg, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Es geht um die zertifizierte Elektrosmog-Ausbildung. Ich freue mich jetzt auf meinen heutigen Gast. Franz Prost ist bei mir. Er ist Heilpraktiker und Experte und Dozent für Elektrosmog-Analyse und Entstörung. Und von ihm werden wir jetzt sicher ganz spannende Dinge erfahren. Bleiben Sie also dran. Ich freue mich auf Sie und auf meinen Gast. Bis gleich. Hallo lieber Franz, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Hallo Alexandra, vielen Dank für die Einladung, dass ich heute zum Publikum sprechen darf. Ich bin schon ganz heiß. Ganz heiß. Ja, sehr gut. Freue mich richtig. Jawohl, im positiven Sinne hoffentlich. Immer weil wir im positiven sind ja Sinn. In einer entstörten Umgebung schon. Habe ich schon gemerkt, zertifiziert hier der Platz und so weiter. Und ich fühle mich ja hier richtig wohl. Jawohl, also wir haben das ja schon genießen dürfen. Und ich schlafe ja auch manchmal hier an diesem Standort. Und ich schlafe auch trotz dieser vielen technischen Gerätschaften, die wir ja hier an diesem Platz haben, Kameras und Dinge, die auch nachts laufen, weil Daten verarbeitet werden, die wir tagsüber aufzeichnen und so weiter und so fort. Ich schlafe hier sehr gut, muss ich sagen. Also das ist schon wirklich spürbar. Doch jetzt gehen wir einfach mal ins Detail. Ich habe schon eingeleitet, unser Alltag wird immer mehr von Technologie bestimmt. Dinge, die uns eigentlich das Leben vereinfachen sollen, stellen aber eine deutlich spürbare und auch messbare Bedrohung für unsere Gesundheit dar. Und das Schwierige ist immer, wir sehen es nicht, wir spüren es, aber wir können aber nicht einordnen, woher es kommt. Mhm. Und jetzt habt ihr ein Konzept entwickelt, dass ihr Menschen ausbilden könnt. Natürlich könntest du das nicht alles alleine machen oder es gibt natürlich auch Leute, die sich um diese Dinge kümmern und Messungen durchführen. Mhm. Aber es geht ja um Messungen auch, ich sage jetzt mal, da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, darüber werden wir auch sprechen. Aber ich bin jetzt ganz gespannt auf dieses Konzept, das wir jetzt hier haben, das ihr heute vorstellt oder das du vorstellst. Mhm. Und wie man also hier ganz fundiert, basierend auf wissenschaftlichen Studien, gehe ich davon aus, hier den Menschen helfen kann, ihr Zuhause gesünder zu gestalten. Mhm. Das ist Sinn und Zweck, oder? Genau, das ist das Sinn und Zweck. Aber lass uns erst mal in deine Vita ein bisschen schauen. Mhm. Was ist denn deine Herkunft? Also nicht geboren, sondern das wird man merken, du bist dabei. Genau, das merkt man. Genau, aber was ist dein beruflicher Hintergrund? Ja gut, also ganz einfach, ich bin aufgewachsen in Landwirtschaft, habe dann Elektriker gelernt. Also man hat ja irgendwas lernen müssen. Ich war schon immer anders als die anderen Menschen. Wollte eigentlich schon immer, habe eine Vision gehabt, dass 20-Jährige, ich werde irgendwann ein großes Gesundheitszentrum gründen. Das habe ich ja in 20 Jahren dann gegründet. Da hat meine Mama gesagt, naja, also man muss nur visualisieren, man zeigt es am besten bei dir. Habe aber trotzdem den Wunsch der Mama beim Papa nachgekommen, habe dann Elektriker gelernt, muss sagen, wollte aber am Anfang Schreiner lernen, da war kein Platz mehr frei. Und so habe ich Elektriker-Ausbildung gemacht, also ich habe Schlitze geschlagen und so weiter, gefräst, gebohrt, das war richtig Knochenarbeit damals noch, bei minus 10 Grad auf der Baustelle, wo du zum Teil, wo der Gips eingefroren ist, da hast du nach Hause gehen können wieder. Also wir haben schon Sachen erlebt. Und da habe ich gemerkt, das ist nicht auf lange Sicht meins, weil irgendwann bist du einmal kaputt auf der Baustelle. Es geht gleich weiter, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Aber Sie sehen jetzt ganz kurz einen Trailer, einen Spot aus einer ganz besonderen Sendung heraus, das mich emotional sehr berührt hat. Und wenn es Sie genauso berührt und Sie finden, diese Sendung müssen Sie sehen, dann gehen Sie bitte in die Beschreibung rein auf YouTube und klicken Sie dort auf den entsprechenden Link. Viel Spaß!
Wenn wir die Medizin als menschenfreundlich sehen, dann war das antimedizinisch, was in den letzten 3 bis 4 Jahren passiert ist. Ich würde sagen, sie steuert auf den größten Kollaps zu, den wir uns überhaupt vorstellen können. Die Schulmedizin ist verkauft. Im Endeffekt ist sie verkauft und sieht den Menschen als Objekt und als Ware. Eine entmenschlichte Ideologie ist das Schlimmste, was passieren kann der Menschheit. Und das ist gerade im Gange, und zwar in einem furchtbaren Sinn. Hab dann noch Fortbildungen gemacht, hab dann Elektrotechnik noch gemacht, Techniker in Regensburg, 4 Semester. Hab dann sehr viel programmiert bei BMW, also bin immer mehr in dieses Thema elektromagnetische Sachen reingekommen, war dann Programmierer bei BMW in Dingolfing. Und irgendwann habe ich dann einmal gesagt, ich möchte den Gesundheitsbereich starten. Und habe dann vor 17 Jahren ein großes Gesundheitszentrum gegründet, mit 2 Partnern. Anfang mit 5 Leuten und aufbaut auf 40 Leuten. Physiotherapie, Ergotherapie, Logopädie, Fitnessbereich, betriebliches Gesundheitsmanagement, also ein Profibereich. Und ja, und da habe ich jetzt da 15 Jahre gearbeitet. Zwischen dann nur ein Heilpraktiker gemacht, weil meine Vision immer war, Medizinstudium mit 50, das wäre jetzt ein bisschen lang. Und manche sagen, die passen nicht so zu mir. Und ich bin ein Naturmensch, ich beschäftige mich sehr mal mit den Kräutern, aber mit Permakultur, Landwirtschaften zusammen und so weiter. Also das ist eigentlich mein Leben. Und da habe ich gesagt, da passt eigentlich das Thema Heilpraktiker besser. Habe dann einen Heilpraktiker gemacht. Das war die brutalste Ausbildung, die ich je erlebt habe. Neben meinem Gesundheitszentrum, ich sage mal um 3 Uhr in der Früh aufgestanden, gelernt 5 Stunden. So, und dann irgendwann einmal die Prüfung gemacht. Also das war Raubbau am eigenen Körper. Kommt da zum Sport ja nicht mehr selber dazu. Auch meditieren und so weiter, das ich täglich mache. Oder Wim Hof, ich bin ein Wim Hof-Therapeut, mache sehr viel Atemtherapien und habe mein eigenes Eisfass zu Hause. Und das sind halt meine Punkte und die habe ich damals auch keine Zeit mehr gehabt. Okay. Habe dann den Heilpraktiker gemacht und ja, voll euphorisch dann gestartet, vor allem in der Zeit von Corona, war ja mein Gesundheitszentrum zugesperrt, 3 Monate. Und so habe ich die Praxis von 10, 20 Leuten in der Woche auf 100 Leute die Woche hochgefahren. Das war dann auch too much, von 7 Uhr in der Früh bis um 10 Uhr in der Praxis. Und habe aber eins gemerkt, also das Wissen, das ich habe, weil ich habe ja ich hab Heilfasten, ein eigenes Konzept entwickelt. Man kann bei mir Heilfasten von 10 Tagen bis zu 40 Tagen und mehr. Gibt es ein eigenes Sache im Internet da, wo man buchen kann. Und dann habe ich gesagt, es ist aber, da gehört aber noch was dazu, weil ich habe Patienten gehabt, die waren austherapiert. Die haben den 50., 60. Therapeuten gehabt. Und das waren sehr gute Therapeuten. Die waren beim Klinghardt, beim Dr. Mutter, bei Koryphäen. Nur eins ist bei den Leuten versäumt worden, das Thema Strahlenexposition. So, und dann habe ich mir gedacht, Mensch, das kann eigentlich nur noch das Problem bei den Personen sein. Sie sitzen 24 Stunden unter Dauerbestrahlung. So, und dann habe ich mir mal auf die Suche gemacht, was ist seriös? Was gibt es auf dem Markt? Es gibt ja so viele Anbieter. Der normale Mensch draußen weiß doch ganz ehrlich, Alexandra, gar nicht mehr, was soll er machen oder was. So, und so bin ich auch auf 3 verschiedene Anbieter gekommen. Da habe ich gesagt, das kann ich in Zukunft nicht machen, weil da verliere ich meine Seriosität. Aha. Und bin dann über die Schweiz, über einen Mediziner, der mir dann empfohlen hat, mach doch einmal ein Symposium in Kelkheim mit, in Frankfurt. Und da war ich dann, beim Harry Rosper war ich eingeladen, da war der Dr. Professor Spitz, der Jörg Spitz ist mittlerweile ein guter Freund von mir, mit dem war ich in Kos, der ist auch in meiner Akademie dabei, der Jörg. Ja, und dann habe ich mir das Seminar angehört und habe gesagt, das möchte ich machen. Fundiert wissenschaftliche Studien mit der Dr. Diana Hens, mit dem Kurt Müller, mit Experten. Das heißt, da mache ich nicht nur ein Dunkelfeldmikroskop und dann baue ich irgendwas ein und dann mache ich nach einem halben Tag eine Messung. Das hat nichts mit Seriosität zu tun. Ich brauche wissenschaftlich eine immunologische Auswertung über Blut. Ich brauche HRV, Herzratenvariabilität, und ich brauche das Thema EEG. Was passiert denn da oben in meiner Birne eigentlich? Im limbischen System, wo alles abgebildet ist, immunologisch und hormonell. Weil wenn ich da 24 Stunden beschallt werde, dann kann ich sämtliche Therapien machen und werden keinen Erfolg haben. So, und da habe ich dann die Ausbildung gemacht beim Harry. War sehr gut.
Ich habe gesagt, wenn ich mal was machen werde, mache ich das definitiv anders, weil ich komme von der Elektrotechnik-Seite, Elektriker. Also das heißt, ich möchte mehr Praxiseinbau, einen Bezug zum Wechselstrom. Alleine der Haushaltsstrom, der uns schon krank machen kann, die 50 Hertz. Weil unter 50 Hertz wissen wir wissenschaftlich, dass die Blut-Hirn-Schranke auf ist. Mhm. Und den Haushaltsstrom, die 50 Hertz, habe ich ja überall. Mhm. So, ich habe mich sehr viel mit dem Bau von Holzhäusern auch beschäftigt. Warum ein Holzhaus? Das nicht, ein Holzhaus ist super, aber wenn ich im Holzhaus keine abgeschirmten Leitungen lege, ist ein Holzhaus oft schlimmer als ein anderes Haus. So, und diese ganzen Aspekte. Weil es durchlässiger ist für... Nein, ich habe aufgrund, das Holz hat ja eine sehr starke Isolation. So, und jetzt hast du zum Beispiel Kabel gelegt, die haben nicht abgeschirmt. Mhm. So, und somit hast du stehende Wellen und du hast hohe elektrische Wechselfelder, die du messen kannst. Weil wichtig ist, ich brauche eine saubere, funktionierende Erde. Und der Ziegel leitet besser als ein Holz. Verstehe, okay. Und das ist der Grund. So. Und ich habe halt auch ein Problem in Holzhäusern auch. Ich habe wenig Sauerstoff aufgrund von den H-Ionen. Wenn ich ein Gewitter habe und gehe raus, kriege ich Sauerstoff, Energie. Das ist Energy. So. Und das kriege ich auch, habe ich gemerkt, bei unserer, wenn wir entstören, dann habe ich genau dieselben Verhältnisse. Ich kriege mehr Luft, ich kann mehr atmen. Aber das können wir alles wissenschaftlich belegen. Und das ist das Tolle. Und das hat mich dann so fasziniert und habe dann in der Zeit jetzt da, ich bin ja GOB, Gabriel Objektberater, bestimmt 150, 200 Objekte gehabt, sehr viele Arztpraxen, Zahnarztpraxen, Firmen, normale Häuser. Und habe dann eins gemerkt, ich brauche Leute. Ich brauche Leute, die mein Wissen haben, weil ich könnte jetzt 5 Jahre arbeiten mit 3, 4 Objekten in der Woche und für mich ist Freizeit wichtig. Mir reicht 1, 2 Projekte in der Woche. Ich bin jetzt wieder unterwegs in Nordrhein-Westfalen 3 Wochen lang. Da muss ich wieder richtig mal lachen. Aber es macht ja Spaß, weil man trifft ja hier nur bewusste Leute. Und ich habe aber gesagt, ich brauche Top-Leute. So, und ja, und dann habe ich gesagt, zum Harry, was los, Harry? Ich würde ganz gern die Akademie übernehmen. Ich baue da ein kompletten geiles Konzept auf mit einmal 3 Tage, wo sie in 3 Tagen, wobei ich muss sagen, ich habe am Anfang geplant mit 3x3 Tage, wie es heute aber ist in Alexandria in der heutigen Zeit, die Leute haben ja keine Zeit mehr. Leider. Leider. Ja. Ich kann natürlich in 3x3 Tagen ganz anders portieren, natürlich, was ich in 1x3 Tagen machen kann. Mhm. Aber wir starten, und ich glaube, das Konzept ist richtig gut, mit 1x3 Tagen. Da lernen die Leute, was sind elektrische Gleichfelder? Was sind elektrische Wechselfelder? Was sind Hochfrequenzfelder? Und so weiter. Die Leute lernen die ganzen Bänder, die Frequenzen. Was gibt's alles für Felder? So, wo muss man im Haushalt aufpassen? Decktelefon, WLAN-Telefon und so weiter, Bluetooth. Die Leute lernen da wahnsinnig viel in diesen 3 Tagen. Unter anderem auch von den Medizinern, von der Dr. Diana Henz, von Kurt Müller, vom Professor Spitz, vom Jörg und von der Miriam Effing. Die habe ich auch dabei bei meiner Akademie. Also es wird ja Fortbildungspunkte ergeben für Mediziner in dem Bereich. Wir bilden ja alle Leute aus, kommen ja am Schluss noch, welche Zielgruppe ich eigentlich erwarte. Mhm. Und ja, und die berichten heute das Thema Medizin, Studien, Wissenschaft. Ich könnte das Ganze jetzt auch, aber ich möchte mich konzentrieren auf die reine Elektrotechnik, auf die reine Messtechnik und was passiert da eigentlich? Ja, ich finde das eine geniale Idee, dass man eben die Kompetenzen da vereint aus den unterschiedlichen Bereichen und dann hast du einfach die Information aus erster Hand von denen, die sich nur damit beschäftigen oder nur darauf fokussieren. Finde ich eine großartige Idee und spricht natürlich auch für die Kompetenz, die einfach dahinter steckt. Und das ist meine große Vision und wie gesagt, wir starten nächstes Jahr am 28. März, 3 Tage. Wird am Freitag losgehen in der Früh, Sonntag dann Nachmittag, wir haben ein Abendprogramm vor mit Tanz, also wir wollen die Leute ja auch, weil die ist eins wichtig, der Berater, den ich da ausbilde, das muss einerseits, er muss kapieren. Ich habe in meiner Praxis ein 5-Säulen-Modell entwickelt. Die erste Säule ist das wichtigste, das Thema Selbstwahrnehmung, mein Körper, ich muss gesund bleiben. Mhm. Ich kann nicht Leute gesund machen, wenn ich selber krank bin. Mhm. Ich muss positiv
Ich muss ein Vorreiter sein. Ich muss die Leute begeistern können. Ja. Und das möchte ich auch in meinen Inhalten den Leuten vermitteln. Ihr müsst Begeisterung bei den Leuten draußen auslösen. Mhm. Doch das ist die erste Säule, die wichtigste. Da geht es ums Thema Atmen, Kältetherapie, Stresstherapie, ein bisschen Bewegung, moderater Sport. So, dritte Säule ist dann das Thema Kräuterkunde, Öle, wichtige Öle. Was braucht man als grüne Smoothies? Da lernen sie in der Ausbildung ein bisschen was von mir. Und dann natürlich das Thema elektromagnetische Strahlung. Warum ein Induktionsherd so schlimm ist, warum Mikrowellenherdessen eigentlich energetisch gesehen von den Bovis-Einheiten schlecht ist, würde kein Katz, keine Hunde essen. Macht mal den Test. Würde ein Hund, eine Katze in der Natur irgendwas essen von Mikrowellen oder Induktionsherd? Nein. Mhm. Aber der Mensch macht's. Und er schwächt sich, das Energieniveau sinkt immer mehr ab und das ist das ganz große Problem. Und das lernen wir heute im vierten Teil. Fünfter Teil ist dann Heilfasten, das ist wichtig, gehört zum Thema dazu. Wir könnten das ganze Gesundheitssystem wahrscheinlich revolutionieren, wenn die Leute zweimal im Jahr heilfasten würden. Das ist alles in 3 Tage eingepackt. Schön verpackt, dass den Leuten nicht zu viel wird. So, wir machen auch Atemtherapie in den Pausen. Die Leute kriegen dann grüne Smoothies verköstigt und so weiter. Mhm. Also da möchte ich keine Kekse haben, sondern möchte hochwertige Produkte haben. Ja, also das ist ja eben auch was ich dann ganz, ganz toll schätze, wenn eben dann das Konzept auch drumherum, nicht nur die Wissensvermittlung passt, sondern auch das Konzept drumherum, entstörte oder beziehungsweise ein gutes Klima, was diese Einflüsse angeht, die Störenfaktoren angeht und dann eben einfach auch Ernährung, die man in diesen Tagen zu sich nimmt, dass da dann auch dran gedacht wird. Also hört sich sehr durchdacht an. Und dadurch, dass unser Alltag ja immer mehr von diesen Dingen bestimmt wird, Smart Homes und so, also mir ist das so zuwider, muss ich da ehrlich sagen, dass ich als Mensch dann quasi nur noch zu Hause sitze und ich lenke alles von der Ferne, ohne aufzustehen. Es ist schlimm, Alexander, da gebe ich dir recht. Aber die Menschheit ist wirklich so. Und das war ja der Grund, warum ich Hilfe gesucht habe. Weil ich gesagt habe, wir Therapeuten, wir können die Leute nicht mehr weiter therapieren. Weil wenn die Leute es nicht kapieren, das Bewusstsein bei den Leuten nicht da ist, dass ich das Handy, am Handy kann ich ja nur halbe Stunde, wenn ich das Handy parametrisiere, einstelle, reicht der Akku 2 Tage länger. Das heißt, so viele Hintergrunddienste kann ich alleine hier schon ausblenden. Das brauche ich alles gar nicht. Brauche ich ein Handy, das man auf der Autobahn schon mein Mikrowellenherd einschaltet oder mein Essen kocht? Brauche ich das, Alexandra? Wir müssen wieder zurück zur Natur, back to the roots. Ja, und die Hersteller, die interessiert es ja wahrscheinlich auch nicht. Wie ist es denn eigentlich? Also Hersteller von solchen Smart-Technologien, interessieren sich dafür, von ihren Technologien ausgeht für eine, ich sage jetzt mal, wirklich Gesundheitsgefahr? Nee, da gibt es keine Studien zu dem Thema. Es werden Richtwerte, Grenzwerte festgelegt. Damals diese 10.000 Mikrowatt pro Quadratmeter letztendlich. Und die sind nie getestet worden, was da passiert langzeitmäßig. Und doch das gefällt mir das ja bei uns auf der einen Seite, was Dr. Diana Hens und die Wissenschaftler machen. Alles wunderbar belegt, was da am Körper passiert. Und ich sage selber, eigene Erfahrung, ich habe 5, 6 Patienten, die wären nicht gesund geworden, wenn ich diese Leute nicht entstört habe. Die waren bei 50, 60 Therapeuten und die haben sehr gut gearbeitet, Therapeuten. Würde ich auch nicht anders arbeiten. Aber ich habe eins erkannt, dass die Frau in einem Hotspot-Bereich drin sitzt, die kann sich nicht mehr bewegen den ganzen Tag, liegt 24 Stunden auf der Couch, schaut Fernsehen, hinten ist der Router, so, und hat eine 24 Stunden Dauerbeschallung. So. Und da kann ich Alexandra nicht gesund werden. Mhm. Und das habe ich dann geschirmt. Wir haben dann fixe Kabel gelegt, bestimmte Abschirmungstechnologien, Entstörungstechnologien. Und die Frau hat nach 3 Wochen mich angerufen und hat gesagt, Franz, das glaube ich nicht. Und ich glaube an keine Zufälle, Alexandra. Ich glaube, dass mein ganzer Lebensgang, der Elektriker, die Elektrotechnik, ich war ja oft am Boden. Aber das ist auch der Unterschied. Ich habe mich immer wieder aufgekrappelt. Wir fallen alle mal auf die Schnauze. Klar, ja. Aber wichtig ist, wieder aufstehen. Mhm. Und alles, was ich gelernt habe in meiner ganzen Ding, habe ich gewusst, das war genau richtig, wo ich jetzt bin. Ich habe das Wissen braucht von der Elektrotechnik. Und ja, und das bringe ich heute alles wunderbar in meine Akademie ein. Und da freue ich mich heute richtig,
Ja, und ich muss sagen, ich kann ja nur mal einladen einmal dich, vielleicht begleitest mich einmal bei so einer Objektberatung. Man lernt so tolle Leute kennen, so tolle Mediziner, so tolle Zahnärzte. Ich freue mich da schon wieder bei der nächsten Tour. Da reden wir ja nicht nur über das, da reden wir ja über Gott und die Welt. Mhm. Und das sind ganz bewusste Leute. Mhm. Und das, okay, da zehre ich so, das gibt mir so viel Energie. Also du, es ist auch nicht so, dass du die Leute erst irgendwie rednerisch, sage ich jetzt mal, überzeugen musst von irgendwas, sondern du hast ja letztendlich auch deine Messinstrumente, genau, mit denen du schwarz auf weiß zeigst, genau, das genau ist die Problematik und genau, das genau wirkt auf den physischen Körper, genau, so und kann auf das zeitigen. Und dann letztendlich, wenn man sieht, dann gibt es ja eigentlich kein Gegenargument, nein, mehr. Aber wobei, wir starten immer ganz gut. Das ist so schön, wenn die Leute dann eine Brotzeit herrichten. So, die laden die dann gleich in der Früh zum Frühstücken ein. Dann mache ich eine kleine Präsentation. Da sitzen dann andere Mediziner wieder dabei. Die wollen ja auch was lernen. Oder das Personal zum Beispiel. Und dann mache ich eine kleine Präsentation, mache eine kleine Demo, wie wichtig oder dass man eine Lampe verkehrt einstecken kann. Das wissen ja viele Leute, nein, gar nicht. Das zeige ich dann, das demonstriere. Allein der iPhone-Stecker, wenn der eingesteckt ist, was der Oberwellen produziert oder was da an elektrischen Wechselfeldern sind. Mhm. So, dann haben die Leute schon mal das ein bisschen kapiert, wie ich arbeite. Und dann mache ich halt mit meinen Messinstrumenten, mit elektrischen Wechselfeldsonde, magnetische Wechselfeldsonde, magnetische Wechselfelder und der Hochfrequenzsonden, mal die jeweiligen Messungen und da wird daraus wird dann ein Bericht generiert, ein sogenanntes Exposé. Das gehen wir dann am Schluss durch und dann sage ich den Patienten, Kunden, so schaut es jetzt aus und ich würde das empfehlen, A oder B oder C und der Kunde entscheidet dann selber, mhm, welche Lösung er möchte von mir. Mhm. Ja, das hört sich jetzt erstmal so an, als würde man da jetzt wirklich dann hauptsächlich als Klientel sehr gesundheitlich beeinträchtigte Menschen haben oder eben nur Leute aus dem Gesundheitsbereich, aber das ist ja nicht das. Du hast ja eigentlich die ganze Bandbreite. Also du hast einfach, mhm, auch Menschen, die sagen, ich bin interessiert, meine Gesundheit einfach, die ist gut und, mhm, ich möchte sie einfach so lange wie möglich aufrechterhalten. Mhm. Was kann ich tun? Wie kann ich einfach, mhm, meine Umgebung verbessern oder die meiner Kinder oder meiner Tiere, was, mhm, auch immer. Mhm. Ich habe alle Richtungen, also ich habe bewusste, präventiv, mhm, das ist mir immer das Liebste. Wenn der Mensch Prävention leben würde, ja, und gar nicht krank wird, weil, ja, ich sage immer wieder, wenn man Prävention lebt, muss man ganz wenig Aufwand betreiben, um gesund zu bleiben. Mhm. Ist man schon mal krank, ist das Kind in den Brunnen gefallen, ist das Fass, das voll ist, übergelaufen, muss man, darf man nicht mehr reinschütten und muss rausnehmen. Man muss sehr viel Aufwand betreiben, um gesund zu werden. Mhm. So, und da habe ich unterschiedliche Leute und die Präventivleute sind die Liebsten. Die sagen, Herr Brust, mir fehlt nichts. Aber wissen Sie was? Ich spüre das. Ich spüre elektromagnetische Wellen. Und wir haben so einen scheiß Sender im Osten jetzt 100 Meter neben meinem Haus gesetzt. Und komischerweise, seitdem habe ich auf dem Gartenbereich eine Menge tote Vögel immer. Das sprechen die Leute. Oder die Bäume werden kaputt. Ja. Diese Fälle habe ich permanent. So. Also das sind, aber bei Menschen ist noch nichts passiert. Aber der schaut halt seine Umgebung an und sagt, da muss ich jetzt was machen, bevor das ich selber krank werde. Mhm, ganz genau. Und dann habe ich natürlich auch Ärzte, Patienten, Firmen, die sagen, das Wohl meiner Mitarbeiter ist ganz, ganz wichtig. Meine Mitarbeiter ist das oberste Gut. Mhm. So, das heißt, der macht es natürlich aus zum Wohle der Mitarbeiter. Ja, es ist ja auch für ihn wichtig, dass er keine so hohen Krankenstände hat. Genau, ne? Möglichst. Genau. Und dann habe ich halt Leute, die sind krank. Die machen Messungen, HRV, Herzratenvariabilität, eingeschränkte Varianz, keine Anpassungsfähigkeit mehr. Und das kommt zum Teil von dem. Weil man muss sich überlegen, alleine Schlafzimmer, was Leute da drin haben. Neben Nachtkastellampen, neben Fernsehen und so weiter, Fußbodenheizungen, da könnte ich Geschichten erzählen. Und dann nur ein Spiegel, energetisch gesehen, es rundet das Ganze natürlich nur ab. Mhm. Und dass da natürlich an der Herzratenvariabilität eine extreme Anpassung, also das heißt die Dezimierung, die Leute können nicht mehr regulieren. Und es ist sehr, ja, wichtig, dass das Herz unregelmäßig schlägt und dann bin ich anpassungsfähig. Und wie anpassungsfähig ist, wird überleben. Mhm. Wer nicht anpassungsfähig ist, der wird nicht überleben in der Zukunft. Ja, also dass Bedarf da ist, überhaupt keine extrem Frage. Auch an dieser, ja, an dieser Ausbildung, auch an Menschen, die eben, ja, wissen, wie man sowas
korrekt misst und nicht nur misst, sondern wie harmonisiert man das Ganze oder wie machen wir das Ganze, die Bedrohung zu keiner Bedrohung mehr. Ja, genau. Und im Idealfall vielleicht macht man sie sogar noch positiv nutzbar. Richtig. Geht das auch? Das geht alles. Also ein gutes Beispiel. Ich war jetzt neulich mit bei einer Kundin, die hat einen Bluthochdruck entwickelt, die lebt neben einer elektrischen Eisenbahntrasse. So. Sie sagt dann zu mir, Franz, weißt du was, ich habe mich schon an das Ganze gewöhnt. Das Thema ist das, wir schieben sehr viel ins Unterbewusstsein. Wir müssen wieder viel mehr machen aus dem Bewusstsein. Ja. Die Pathogenität ist da. Mit der 16,7 Herzfrequenz. Hat einen extremen Einfluss im Beta-Bereich. Mhm. So. Aber die spürt es gar nicht mehr. So. Und dann habe ich ihr die ganzen Zusammenhänge mal erklärt. Ich bin ja sehr viel in München, in S-Bahn-Trassen. Was da in den Großstädten los ist, Alexandra. So. Und ich komme ja vom Land, ich bin ein Landei. Wir haben ja die Belastung nicht. Wir haben ja keine elektrische Eisenbahn. Aber alleine, und ich merke das selber, wenn ich da schlafe in einem Hotel und da ist die elektrische Eisenbahn daneben, ja. Da ist was los. Ja. So, und dann, wenn die Leute dann entstört sind, ideal ist natürlich immer das, vermeiden geht vor entstören. Wenn einer einen Induktionsherd hat und Mikrowellenherd, sage ich ganz ehrlich, den entstöre ich nicht. Weil das müssen die Leute kapieren, dass dieses Gerät rausschmeißt. So, und dann brauchen sie im Schlafbereich, kann man eine Nachtabschaltung machen, eine unterbrechungsfreie Versorgung oder die Nachtkastellampe steckt man aus oder zweipolige Schalter, wo man dann einstecken kann, wie man möchte. Da haben wir natürlich unterschiedliche Technologien oder man sagt den Leuten auch, jetzt machen wir eine zentrale Station, wo man die iPhones auflädt zum Beispiel. Mhm. So, und die schaltet man dann halt zentral ab. Weil so ein iPhone, so ein kleiner Ladegerät erzeugt eine Menge Oberwellen und diese Oberwellen sind wieder im ganzen 220 Volt Netzwerk drin. Router zum Beispiel, ein Wireless LAN-Router, brauche ich den in der Nacht? Kann ich doch ab 10 Uhr abschalten. Bei vielen Leuten ist ja so, ich erzähle ja viel aus der Praxis. Ich habe jetzt einen kennengelernt in Nordrhein-Westfalen, der hat top Arbeit gemacht, ein Top-Haus, hat in jedem Raum eine Kabel gelegt, ein RJ45 Kabel, Kategorie 7. Super, weil er gesagt hat, er möchte jeden Raum nur physikalisch vernetzen. So, dann hat er eine Dose gehabt und von der Dose zum PC waren 2 Meter, hat er eine Wireless LAN-Box aufgebaut. Das heißt, er geht vom Kabel auf die Box und sendet dann die letzten Meter, sendet er das Signal. Und da ist halt so viel Nachholbedarf, wo man Leuten schulen muss. Ja, und er hat das dann kapiert, sagt er. Eigentlich, er versteht das gar nicht, was er da gemacht hat. Ja, ganz kurz noch, weil die Zeit leider schon wieder drängt, aber es ist so interessant, was du erzählst. Mhm. Wie ist denn die Nachfrage? Kommen die Leute automatisch auf dich zu oder musst du da großartig Werbung machen? Oder? Also Werbung habe ich eigentlich noch nie gemacht. In meiner Praxis nicht. Es geht immer Mund-zu-Mund-Propaganda. Ja, okay. Ich bin halt sehr viel auf Messen, wo ich auch Vorträge mache. Ich bin jetzt bei der IGAF wieder, beim City Poppert, wo ich über das Thema einen Workshop halte. Und da kriegst du ja an so einer Messe schnell mal 50, 60, 70, 80 Leute, die dann sagen, Franz, wann kommst du vorbei? Wann können wir messen? Das heißt, alleine das kann ich ja gar nicht mehr realisieren. Ich habe momentan ungefähr 150 Objektberatungen, die ich jetzt schon auf Leute verteilt habe, die ich ausgebildet habe. Das heißt, aber die Nachfrage ist da. Die ist extrem da. Ja, okay. Und die wird immer mehr, weil die Leute, und ich muss eins sagen, da passiert schon was in unserer Gesellschaft. Ja. Man merkt, die Leute denken nach. Sie haben nicht mehr das Vertrauen der Schulmedizin, weil Medikamente nehmen nicht die Lösung ist. Mhm. Ein Leben lang ohne Medikamente leben, das können wir. Aber da gehört halt ein entstörter Wohnraum dazu. Ja. Und das ist ein riesengroßer Bereich. Und durch das sage ich, das habe ich schnell erkannt, das ist ein eigener Berufszweig, Alexander. Ja. Durch das suche ich halt händeringend Leute für die nächste Zeit, für nächstes Jahr, die Ausbildung bei mir machen in der Akademie. Ja, jetzt ist aber schon noch lang hin bis dahin, also aus heutiger Sicht, aber...
Es lohnt sich dann trotzdem zu warten und das dann in Anspruch zu nehmen. Ja. Wo findet man denn nähere Informationen darüber? Ja, ich glaube, ja. Es gibt einen ausführlichen Flyer, der alles beschreibt. Also es gibt so, es werden dann Interessenten, die über Gabriel oder meine verteilen oder andere Organisationen, die verteilen wieder separat die Flyers. Aber wir haben eine eigene Homepage, Akademie für Gesundheit und Umweltmedizin. Mhm. Ja, das ist unser Verein, wo wir die Leute da ausbilden. Die Homepage lautet www.akademie-gesundheit-umweltmedizin.eu. Und da findet ihr weitere Informationen, da ist alles drauf. Die Anmeldungsmöglichkeit, wann startet das Ganze? Preis, genau. Frühbucherrabatt, starten tut es jetzt am 28.03.2025, mhm. 3 Tage. Mhm. Ja. Wie ist es denn, weil Messungen werden durchgeführt, das heißt, man braucht Messgeräte, muss man das auch irgendwie... Stopp. Okay. Das ist ein Unterschied in diesen 3 Tagen, weil ich komme mit 100 Leuten, und ich weiß eins, da werden 100 Leute drin sitzen und mehr. Mhm. So, ich komme mit 100 Leuten nicht messen. Das wird nicht gehen. Doch das bilden wir die Leute so spezifisch aus in diesen 3 Tagen, dass sie so Antennen haben, dass sie wissen, wo habe ich Probleme, wo muss ich aufpassen, weil es LAN, Bluetooth, Decktelefon, nicht abgeschirmte Kabel. Dieses Wissen wird in 3 Tagen portiert. So. Mhm. Und wer darüber hinaus noch mehr wissen möchte, gibt es dann im Anschluss noch mit 3 Tage und da baue ich dann kleine Gruppen auf mit 20 Leuten maximal, wo ich mit den Leuten Messungen mache. Aha. Ich kann mit 100 Leuten keine Messung machen, weil das Wichtigste ist eins, dass die Leute selber Praxis machen. Und in diesen 3 Tagen mache ich dann nur Praxis. Die Leute können dann bei mir mitlaufen, Hospitation machen. Ja, genau. Auch diese Energie spüren einmal. Da war jetzt einer dabei, hat gesagt, Franz, das ist toll, ich möchte das machen. Wie du die Leute motivierst, begeistert, das ist sensationell. Ja. Und ich glaube, das kann ich ganz gut. Das habe ich damals schon mit Manager-Seminare gemacht, wo ich im Bereich betriebliches Gesundheitsmanagement schon Manager geschult habe. Ja. Und das macht mir halt einfach Spaß. Begeisterung zu übermitteln. Ja, wunderbar. Ich danke dir für deinen Enthusiasmus und für die Idee auch, diese Ausbildung eben einfach anzubieten, weil der Bedarf... Ja, der ist da. Und wie gesagt, da brauchen wir gar nicht drüber sprechen. Da haben wir einen Aufruf ans Publikum. Ihr seid alle da draußen aufgerufen, egal ob es die Hausfrau ist, der Elektroingenieur, der Physiker, der Mediziner, der Zahnarzt, der Heilpraktiker, der Elektriker... Ja, jeder hat die Möglichkeit, in 3 Tagen das Wissen von mir zu lernen. Und ich freue mich, euch schon nächstes Jahr begrüßen zu dürfen. Vielen herzlichen Dank. Und dann wünsche ich jetzt schon viel Freude an der Ausbildung, die dann stattfindet. Und hoffentlich ganz, ganz viele Interessierte, die dann weitergehen und das Wissen verbreiten und aufklären und natürlich auch Lösungen schaffen. Danke lieber Franz. Danke dir. Liebe Zuschauer, vielen herzlichen Dank auch, dass Sie eingeschaltet haben. Und ich hoffe, wir konnten ein Bewusstsein dafür schaffen, auch bei Ihnen. Und vielleicht haben Sie ja auch Bedarf, bei Ihnen im Zuhause mal nachzuschauen. Also angeraten ist es auf jeden Fall und besser geht immer und gesünder geht immer. Und deshalb meine Empfehlung, bitte wie immer, achten Sie gut auf sich, seien Sie wachsam und seien Sie liebevoll zu sich selbst und schalten Sie auch das nächste Mal wieder ein. Ich würde mich freuen. Bis dahin. Tschüss. Danke fürs Schauen vom Schweizer Gesundheitsfernsehen QS24. Bitte gehen Sie auch hier auf Wikisana, alle Sendungen für Sie zusammengestellt, werbefrei. Und hier unten haben wir den Button zu YouTube, unserem Kanal. Bitte abonnieren Sie auch den. Und hier eine Auswahl für Sie zusammengestellt an interessanten Sendungen. Alles Gute, bis ein anderes Mal. Auf Wiedersehen miteinander.